Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 4 und wir sind schon wieder in der Charaktererstellung. Was heißt hier schon wieder? Für euch ist es wahrscheinlich relativ kurz her. Aber für mich schon Ewigkeiten. Denn ich habe jetzt anderthalb Monate nicht gespielt. So, ich nehme natürlich wie immer Exe. Wenn ihr die Charaktererstellung ein bisschen genauer sehen wollt, ich glaube beim ersten Mal habe ich sie besser gezeigt in der Let's Play-Reihe. Ach, ich zeige einfach mal alles hier durch. Hier haben wir Modelle für weiblich und hier für männlich. Hier können wir eben die verschiedenen Hautfarben durchgehen. Die Augenfarben. Die Frisuren. Mit verschiedenen Haarfarben natürlich. Hier ebenfalls. So, und das war es im Prinzip auch schon. Denke ich. Das ist eine charakteristische Farbe. Oh, die Kleidungsfarbe kann ich ändern. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ist das neu? Ich glaube, das ist mit der Alpha 4 jetzt dazugekommen. Bin ich sicher. Haarfarbe nehme ich rot. Augen nehme ich... guck mal her. Ja, die sind in Ordnung. Und diese Hörnchen. Haarfarbe fällt aus, zwei Hörner. Der Name ist bereits belegt. So. Und jetzt starten wir. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt überhaupt Zeit habe. Also für das Video schon ungefähr. Ich stelle gerade die Uhr. Aber ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe für meine Bauprojekte. Weil ich ganz ehrlich im Forum auch gar nicht so viel jetzt mitgelesen habe in letzter Zeit. Ich habe dort meinen Thread, in dem ich die Streamer und Videomacher alle bekannt gebe. Ich packe den Link mal unten rein. Da könnt ihr auch mal eine Liste von anderen Leuten, die Skysaga zeigen, euch angucken. So. Aber sonst habe ich mich jetzt eben nicht auf dem Laufenden gehalten. So. Wir müssen jetzt natürlich schon wieder die... Ach ja, die Performance ist um einiges besser. Oh Gott, was ist denn... Das ist ein... Ein Fennec? Das sind Füchse. Cool. Aber der hat mich erschrocken. Gut, in der Wüste gibt es jetzt statt Hühnern... Oh, nee, nicht statt Hühnern. Aber es gibt eben Füchse. Schön. Gefällt mir. Und gucken wir mal, ob wir noch so ein... Hier, noch einen scharfen Stein. Dann hole ich mir jetzt direkt am Anfang zwei von den Hacken. So. Und machen wir auch direkt ein paar Fackeln. Übrigens etwas, das mir bisher nie aufgefallen ist, hier in Alpha 4. Die Fackeln verändern nicht nur ihre... verändern nicht ihre Farbe hier unten vom Steh her, sondern vom Feuer. Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen. Nehme ich einfach mal stark an. Oder ihr seid genauso blind wie ich. Aber die Performance-Probleme sind jetzt weg. Die haben mich ja beim letzten Mal so aufgeregt. Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich hatte Zeit, mich abzuregen. Oh, das ist ja angenehm. Ich kann ganz flüssig raufhauen. Das ist schön. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das wohl seht. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Satz gerade verenden wollte. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Ich wollte den Satz ganz anders beginnen. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme habe ich gerade den Entschluss gefasst, die ganzen anderen Videos jetzt doch nicht einmal pro Woche, sondern wieder möglichst schnell hintereinander, allerdings maximal eins pro Tag hochzuladen. Deswegen wird die Reihe wahrscheinlich schon wieder etwas fortgeschrittener sein. Ich schätze um die
30 Videos oder so. Aber ab diesem Video sind es dann wahrscheinlich, obwohl nicht ab diesem Video, ab einem der nächsten Videos sind es dann wieder ein Video pro Woche nur. So. Jetzt, wie immer, die Schmiede erstmal bauen. Oh, und da ist eine ziemlich wichtige Änderung. Beinahe vollkommen unbemerkt geblieben. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon bemerkt. Ich gehe einfach davon aus, dass ihr alles bemerkt und ich einfach der Blinde bin. Das Ganze hier ist auf Deutsch. Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Finde ich schön. Angenehm. Na los, mach ich ne. Ach ja, dann kann ich gleich mal nachgucken. Hoppala. Was brauche ich denn für... Ah ne, hier waren die... nicht. Ich wollte gucken nach meinen Schwertern. Ich würde gerne direkt mit Schwertern loslegen. So. Reparieren wir das. Oh. Ja, stimmt. Hier brauchen wir ja Kristalle. Dann gucken wir trotzdem mal hier. Die Schmiede. Den Amboss. Dafür brauchen wir Metallgewichte. Dann gucken wir mal, wie viel wir brauchen für 4 Metallgewichte. Zu viel? Hey, dann gehe ich direkt nach unten und gehe ins erste Abenteuer ganz schnell. Mir ist aufgefallen, ich habe schon wieder vergessen, die Uhr jetzt anzumachen. Mensch. Aber ich hetze einfach ein bisschen durch, dann wird das hinhauen. Los, 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 los. Yay. Und 5 Schlüsselsteinfragmente. Jetzt muss ich gar nicht mehr rumrätseln, wie ich die Dinge übersetze. Cool. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ein Spiel auf Englisch zu spielen, aber es auf Englisch zu spielen und zu kommentieren gleichzeitig, das fällt mir etwas schwer. Heißt natürlich nicht, dass englische Spiele demnächst ausgeschlossen sind. Bloß eben, dass ich so lieber spiele, wenn sie auf Deutsch da sind. Geh durch das Portal, um dein erstes Abenteuer zu erleben. Das mache ich doch glatt. Ich sehe gerade, hier ist eine Truhe. Das ist auch neu. Tja, ist ja witzig. Wir haben direkt ein Schwert am Anfang. Ja, ich sehe, wir haben auch ein Schild, aber ein Schild interessiert mich nicht. Ladebildschirm. Okay. Das hier kenne ich noch nicht. Das ist ziemlich groß. Ist aber jetzt doch ein bisschen ungewohnt, dass hier das auf Deutsch dasteht. Also bei dem ganzen anderen zu lesen, wäre es mir nicht aufgefallen, aber wenn hier statt Mountain Berg steht, dann schon. So, tauschen wir das mal. Ich schlag lieber mit links zu. Finde 3 Kristalle. Das kriegen wir hin. Ach, guck mal, da sind Leute. Ach ja, wer ist eigentlich von den Freunden alles gerade online? Okay, das ist ein sehr schwieriges Abenteuer hier gerade. Also, das ist jetzt mehr als einfach. Der hier macht alles kaputt. Da mache ich mal mit. Geld. Oh, das hält jetzt aber sowohl mit Schwert als auch mit Spitzhacken hält ein bisschen mehr aus, ne? Okay, dann nehmen wir einfach nur die Kristalle mit und das war's. Ne? Wo wurde der denn nicht mitgenommen? Hier.
Aber ich finde das persönlich etwas zu einfach, auch für Anfänger. Oh, ich sehe gerade, die seht ihr die Truhe da hinten? Die wurde auf der Map noch nicht angezeigt. Jetzt wird sie auf der Map angezeigt. Das ist sehr gut, eine gute Änderung. Man bekommt jetzt nicht mehr alles direkt vorgekaut, das heißt, man kann wieder erkunden. Ich muss mich wirklich beeilen mit dem Hochladen der ganzen anderen Folgen. Vielleicht mache ich auch mehrere an einem Tag dann, wenn ich das hinbekomme vom Schneiden. Da hinten ist die Sonne. Oh, da ist eine Truhe. Sehr gut. Ein paar Nots, ein paar Pfeile. Das Wertvollste daran war jetzt das Himmelseisen. Oh, auf einmal kann ich chatten. Achso, nee, chatten geht auch so, bloß die Freundesliste kann ich nicht aufrufen ohne das Schiff. Ups, was ist das? Oh, gleich ein bisschen Verdanit. Beim letzten Mal brauchten wir viel Verdanit, weil ich ja das Zeichen gebaut habe. Stimmt, das waren die letzten Videos. Ich habe beim letzten Mal nicht mich über die Lecks die ganze Zeit beschwert, sondern gearbeitet. Auch schön. Obwohl, wahrscheinlich habe ich dran gearbeitet und mich permanent über die Lecks beschwert, wie ich mich kenne. Ich guck gerade, ob ich noch eine Truhe finde. Ich würde gerne noch eine haben. Hier nicht. Oh, hier hätten wir einen. Gut. Ein paar Kürbisse. Gut. Eine andere Fackel. Oh, hatten wir schon. Aber okay, jetzt können wir mal direkt den Vergleich sehen. Hier, rechts ist Birke, links ist Erdholz. Also definitiv andere. Ja, was mache ich jetzt noch? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt direkt zurück nach Hause. In der Folge mache ich wirklich nur das ganze Basiszeug, so heißen das Einsammeln, das ich jetzt gemacht habe. Schiff reparieren und das war's dann. Und in der nächsten Folge werden wir dann wieder zum Social Hub gehen. Das Witzige ist, gerade heute habe ich das Video hochgeladen, bei dem ich das erste Mal zum Social Hub losgegangen bin. Ihr seht schon, ich bin ziemlich im Verzug. Aber jetzt wird alles besser. Denn wenn ich jetzt das nicht machen würde, dann würde ich rumlügen. Also rumgelogen haben. Und es wäre mir viel zu anstrengend, das Ganze nachzusynchronisieren. Gut, das packen wir hier alles erstmal rein. Direkt fürs nächste Abenteuer haben wir dann wieder Platz. Ja, weg, weg. Ah, stimmt, die nehmen wir mit. Und das Ziel ist wie immer meine Pyramide. Das heißt, viel Planierungsarbeiten. Das Schöne ist, dadurch, dass ich das Ganze hier planiere, habe ich schon sehr, sehr viel Sand, den ich für meine Pyramide dann brauche. Von der ich natürlich keine Ahnung mehr habe, wie ich sie bauen wollte. Aber dafür habe ich jetzt ein funktionierendes Luftschiff. Yay! Dann schauen wir mal nach. Wer ist alles da? Offline. Raid Gourmet ist da. Und sonst niemand. Diese faulen Kerle und Kerlinnen. Wie spät haben wir es denn? 23.02 Uhr an einem Sonntag. Das ist Zeit, wo man eigentlich zu Hause vorm Computer hocken sollte. Und die faulenzen wieder.
Ja, komm, die Schwerter machen wir noch, falls wir genug Materialien für die Schwerter haben. Ich habe festgestellt, ich habe so langsam ungefähr ein Gefühl. Nein, das reicht nicht. Um wie lang die Videos sind. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es noch nicht genug ist. Also ich habe keine genauen Zeiten immer. Obwohl ich jetzt so um die 15 Minuten sagen würde. Also dass das Video gerade 15 Minuten läuft. Geht definitiv nicht ausreichend. Selbst wenn ich das jetzt dismanteln würde, dann hätte ich ja nicht genug für die Schwerter. Rechte auch nichts. Gut, dann breche ich hier mal ab, obwohl das jetzt ein recht kurzes Video sein wird. Wahrscheinlich knapp an der 20-Minuten-Grenze. Nein, wahrscheinlich wirklich bei der 15-Minuten-Grenze ungefähr. Naja, und in der nächsten Folge gehen wir zum Social Hub, was wieder eine kurze Folge sein wird. Das sind Sonderfolgen. Ich deklariere das jetzt einfach mal als Sonderfolgen und wenn ich mich noch länger rechtfertige, dann wird es wieder eine normal lange. Deswegen beende ich jetzt einfach mal. Ohne mich weiter zu rechtfertigen, ohne noch ein Wort zu sagen. Okay, das war gelogen. Lebt wohl, wir sehen uns im nächsten Video. Hinterlasst ein paar Kommentare und adios.